Ja, guten Morgen, da bin ich wieder. Ach so, da waren ja Dinge hinter der Wand, die ich nicht sehen konnte, weil ich nicht durch Wände gucken kann. La la la. Ja, wir knacken hier mal Türen auf. Oh, ich habe es gestern hingekriegt, doch tatsächlich den schlechtesten Witz des Tages zu machen. Ich wollte mich mit einem Kumpel treffen und das ist bis dahin noch nicht so spektakulär, das kommt halt manchmal vor. Und oh Gott, der Witz war so schlecht. Ja, okay, ich sollte vielleicht erst erzählen und dann später erst selber drüber lachen. Und ich hatte vorher 1 Kilo Erdbeeren gekauft, weil ich sowieso eigentlich vorhatte, an dem Abend wegzugehen. Ja, der Kumpel hat mich dann spontan angerufen und meinte so, ich will auch weg, bla Keks, wollen wir uns nicht da untertreffen. Das mit den Erdbeeren war jetzt so, ich wollte eigentlich in unsere sogenannte Stammkneipe gehen, weil diese dösigen Erdbeeren hier an den Ständen aus hiesigen Feldern ja nur in so fetten 1-Kilo-Packungen gibt. Und ja, Haken an der Sache war dann natürlich, dass ich halt so eine 1-Kilo-Packung nicht leer kriege. Darum habe ich mir gedacht, okay. Oh, gut. Kaufe ich mir die und nehme die dann mit und dann kann ich die erteilen und so weiter. Ich bin ja auch nicht immer Einzelkind. Ja, und dann haben wir uns getroffen, beziehungsweise haben telefoniert und ich meine so, ja, ich komme dann mal und warte mal, manchmal sitzt da auch noch eine fette Spinne an der Decke. Ganz wie im richtigen Leben. Ja. Nur, dass die meistens so fett sind, dass sie nicht mal an der Decke hängen können. Die sitzen dann plötzlich auf Kopfhöhe neben einem an der Wand. Worauf ich hinaus wollte, war, ich meinte dann so am Telefon, ja, ich werde, Erdbeeren mitbringen. Und dann hat er das irgendwie als eine Anspielung auf, Jack the Ripper verstanden, weil der wohl angeblich immer irgendwie, Trauben hatte und meinte dann so, ja, kommen Sie, ich habe Trauben in meinem Wagen und ich habe es zuerst nicht verstanden. Und er hat mir das dann erklärt, so bla bla, Jack the Ripper hat auch immer Trauben gehabt und so weiter und so fort. Und dann meinte ich so, ja, aber dank dieser schlechten Fernsehserie mit den Zeitanomalien, mittlerweile ist mir wieder eingefallen, die heißt Prime Evil, wissen wir ja, dass Jack the Ripper eigentlich ein Velociraptor war, der durch so eine Zeitanomalie halt da nach England gekommen ist und dann halt sein Unwesen getrieben hat. Woraufhin mein Kumpel meint so, ja, genau. Und deswegen hat er sich bestimmt auch ausgerechnet immer nur Nutten ausgesucht und die dann gefressen und niedergeschlachtet. Und ich gucke ihn so an und meine so, ja, die hat er sich extra ausgesucht. Schließlich ist er ja ein Velociraptor. Bedämmt, war der schlechte Witz des Tages. So schlecht, ey. Meine Fresse. Der alte Velociraptor. Ja, ich bin nach wie vor amüsiert, weil es so daneben war, der Witz. Aber da ist meistens irgendwas richtig Fettes Böses hier drin, ne? Wenn das hier schon so leuchtet und so weiter. So ein Oberdraugr, so ein Overlord, den man zuerst hätte töten sollen, um die Bevölkerungskapazitäten gering zu. Oh. Wir nehmen natürlich alles mit. Nehmen wir mit alles. Da kommt doch kein fetter Oberdraugr. Oh. Hier ist so ein Dragon Spell. Bam.
ja schön. Das war einfach. Ist die Musik immer noch so spannend, aber hier... Ja, schön, ne? Dann werden wir mal... Oh, da sehe ich irgendwas oben rechts im Bildschirmrand. Das ist nicht gut. Er meint dann, das könnte irgend so eine richtig schlechte Pro-Demokratie- und Wahlmotivationskampagne werden. So, ja, werde auch du ein Wähl-Oziraptor, lol. Ja, das war definitiv sehr schlecht, aber... aber meine Fresse. Kommen hier etwa unendlich viele und ich kann hier unendlich leveln. Das wäre natürlich geil. Deine Mutter! Na, dir geht's wohl zu gut. Ja, schön. Solche ganz viele Pfeile verbraten. Ich denke mal, wir ziehen uns jetzt einfach zurück. Man muss es ja jetzt auch nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, hier sind doch sowieso jetzt alle Dingsbums offen. So, laufen wir nochmal hoch. Action! Nö. Das war's. Gut. Warum muss ich die jetzt schon wieder knacken? Master, Apprentice, Hardborn, Seven Seeker. Was? Ja, da fiel mir nur gerade ein, wo ich da... den Schwierigkeitsgrad des Torknackens, Schlossknackens gesehen habe. Oh, deine Mutter! Ah. Habe ich doch glatt die richtige Richtung endlich mal gewählt, ich alter Velociraptor. Oh Gott, das ist so schlecht, ey. Ich kriege dich mal ein. Gott, Debilität ist schon was Schönes, ne? Hm. Schwing, Tür offen. Nee. Boah, auf dem Hinweg waren hier überhaupt keine Leute unterwegs. Jetzt könnten hier welche sein, aber sind es trotzdem nicht. Gut, dann eben nicht. Farkas läuft mir fleißig hinterher. Schön. So schön wie drei Tage Rhön mit Vollpension. Gott, heute ist wohl Tag der Zitate, oder wie? Es gibt normalerweise immer irgendwie Abkürzungen, die irgendwo rausführen. Deswegen habe ich hier wahrscheinlich eine verpasst. Achso, hier geht's um die Ecke, okay. Was jetzt natürlich total nervig ist, weil ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen muss. Nicht nur ich, auch Farkas, der... wo ist er denn? Ja, alles klar. Also nicht, dass ich ohne ihn nicht zurechtkäme. Aber er ist mir so ans Herz gewachsen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, ich renne einfach mal. Das gestaltet die Sache ein bisschen angenehmer. Kommt hier jetzt was raus? Nee, auch nicht. Da war ich schon. Frostsalz, Knochenmehl, Vampirstaub.
sonst dann nur Scheiße. Gut. Also jetzt nicht Scheiße in dem Sinne, aber ihr wisst schon. Halt einfach Dinge, die ich als Pro-Velociraptor nicht wählen würde. Da war ich, glaube ich, die ist auch schon empty, deswegen sollte ich da nicht mehr dran klicken und die aktivieren. La 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 la, Schleich. Boah, hier war irgendwo diese Treppe mit diesem Schalter, mit diesem Gift und so weiter. Also meistens schießen die Pfeile, wo Gift dran ist, deswegen habe ich das jetzt mal einfach so gesagt. Ich bin ja letztes Mal nicht dumm genug gewesen, da drauf zu laufen. Ich bin heute auch wieder gesprächig, das ist unglaublich, ey. Ja. Ich hoffe, dass ich es innerhalb der Videozeit wenigstens noch bis zum Ausgang schaffe. Aber hier nebelt es erstmal vor lange rum, deswegen wage ich das zu bezweifeln. Nebel, Nebel. Ja. Ach so, der zieht automatisch immer das Schwert, wenn er durch eine Tür gekommen ist. Genau, deswegen kam jetzt das Geräusch. Ich erschrecke mich auch noch. Ich nudel. War ich hier oben das letzte Mal? Glaube nicht. So, laufen wir, um den Vorgang des Entkommens zu beschleunigen. Ja, das ist doch eigentlich voll idyllisch hier. Kann man sich bestimmt wohnlich einrichten. Boah, alter Verwalter, wie weit bin ich denn hier gelaufen? Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht rückwärts. Nee, ich glaube nicht. Na. Nee, wir laufen doch tatsächlich zum Eingang zurück. Cool. Cool, cool, cool. Und schon wieder erschöpft. Nur hier voll die hektische Mausführung und so weiter. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen anstrengend. Aber es ist auch nicht so schlimm. Dann hat man wenigstens mal Abwechslung. Zu den Videos, wo ich sonst die ganze Zeit nur rumgammel und überhaupt nichts zu erzählen habe. Schwing. Okay, jetzt habe ich sogar noch 2 Minuten, um zurück nach Hause zu kommen. Ja, ja, bloody civil conflict. Da ist die Treppe. So, Schwebestufen, die physikalisch irgendwie voll unmöglich werden. Ja, und dann nehmen wir mal die Schnellreisefunktion, um den Vorgang etwas zu beschleunigen. Natürlich fast traveln wir zu Dragon's Reach. Wir sind ja nicht unpraktisch veranlagt. So, und nun, da wir da sind, mache ich mal Pause. Bis denn.